So, ohne Kaffee und ohne Katze geht's jetzt auf nach Grotzgrübel. Beziehungsweise von Grotzgrübel nach Allerlache mal so rum. Heimatkunde will gelernt sein. Wobei, unsere Heimat ist es ja nicht. Aber der Hund schnüffelt immer noch sich einen ab. Hund, woran liegt's denn? Hä? Ich dachte, da haben wir doch eben schon mal irgendwas. Naja, gut, okay. Kalkstein, ich beschwer mich nicht. Jetzt haben wir aber nämlich wieder das Problem, dass wir hier wahrscheinlich nicht richtig langkommen. Nein, Affengesicht, lass mich in Ruhe. Also ich hoffe mal, ich nehme die Parts nämlich jetzt hintereinander auf, weil ich auch echt mal wieder Zeit habe. Wahnsinn. Ich hoffe, dass es mit den Zutaten reicht, aber wir haben jetzt echt so kräftig zugeschlagen, das sollte eigentlich genug für die nächsten 30 Jahre sein. Hoffentlich. Aber ich weiß auch nicht, ob uns was uns jetzt in Allerlache mal noch erwartet. Ich kann mich nicht erinnern, dass zum Beispiel Hector dann irgendwie ein Boss war, aber keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob man den danach jetzt noch mal gesehen hat. Ich konnte mich ja an die Szene jetzt schon nicht erinnern. Weil eigentlich steckt ja auch so jemand anderes dahinter. Also ich denke mal, Hector ist ja eben nur Mittel zum Zweck. Aber wer weiß, vielleicht wartet er ja in Allerlache mal jetzt auf uns. Und was ich auch krass finde, ist, das wurde mir auch jetzt vor ein paar Parts schon gesagt, es gibt ja hier auf dem Markt eigentlich auch diese Blecheimer zu kaufen. Und das ist schon ziemlich hart, weil es da wohl eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass man da noch was rausbekommt. Statt einfach nur so einen popligen Blecheimer. Und ich dachte mir auch, WTF. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja anscheinend auch nicht groß. Jetzt sind wir wieder hier irgendwie. Nee. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht reingeraten. Entweder heult vor meinem Fenster gerade ein Wolf oder ein Kind. Manchmal kann man das ja nicht mit Sicherheit sagen. Ich habe gerade schon wieder so ein Wüstenproblem. Kann das sein? Scheiße, Mann! Warum? Habe ich meinen Orientierungssinn irgendwann aus Versehen beim Spülen runtergespült oder so? Ist der irgendwie durchs Flusensieb oder was ist damit passiert? Hat er jemals existiert? Das ist vielleicht eher die Frage. Also sag mal, komm. Muss doch irgendwie zu schaffen sein. Ha, da haben wir es doch. Vielleicht Bildschirm noch mal runterstellen, dass ich nicht meinen Nacken hochziehe wie so eine Ziehharmonika. Okay, kurz zwischenspeichern. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen lustig, dass es jetzt vor der Pyramide überhaupt nicht passiert ist, aber... Dann mehrmals. Sieht auch gut aus. Oh. Sieht nicht gut aus. Ist nämlich einfach keiner mehr da. Und zwar keiner. Doch, die Ziegen sind da und die Hühner. Schnüffel. Was ist sonst keiner von den Bewohnern da? Das ist kein gutes Zeichen. Wo sind die denn alle hin? Ich kann doch nicht mal mehr Musik mit Hühnchen machen.
Aber ich kann. Willst du das, Hund? Der schnüffelt so an dem Hühnchen. Einschlaflied für Hunde. Gut. Ich würde sagen, wir gehen halt einfach mal vielleicht zu dem Platz mit dem Hund. Da. Hector? Lektor? Sieht aus, als ob wir zu spät kommen, Wolfsblut. Oh Mann. Der setzt jetzt die Augen in die Statue ein, oder? Ich werde die Welt mit all meiner Kraft führen. Denn ich besitze die Augen der heiligen Statue. Ach stimmt, das hat glaube ich auch mal einer gesagt, dass sie hier reingehören, ne? Der Typ scheint einen an der Waffel zu haben, aber ohne Kirschen und ohne Zimt. Genau wie Nero, als er Rom abfackelte. Hector, ich weiß nicht, ob das so clever ist, was du da treibst. Sonst wird Hector ganz schnell geschleckt dort, und zwar von dem Viech hier. Oh oh. Mir ist schon warm, danke. Ich habe hier einen Heizlüfter neben mir stehen. Hector? Hector, was hast du gemacht? Oder ist das Spiel jetzt wieder... Ich glaube, dass das eher das Werk vom Spiel ist, als das vom Hector, oder? Warte mal. Gut, okay. Hector hat das Spiel zum Einstürzen gebracht. Wahnsinn. Hector, ich bin stolz auf dich. Ich hoffe, das ist das, was du wolltest und du bist jetzt glücklich. Vollidiot. Okay. Wir versuchen das Ganze nochmal. Schwafel, Schwafel. Der, die, das Ananas. Ich brauch dir, glaube ich, nicht erklären, Hector, dass das immer noch keine gute Idee ist. So viele Sprengkörper kann man doch da gar nicht reinpacken in... Oh! Was auch immer. Alter. Okay, da hat Darth Vader seinen Helm vergessen. Ich hau einfach mal drauf, was ich hab. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was gut ist. Ich würde halt eigentlich auch gerne den Energieschild casten, aber wir haben so wenige. Ich sollte aber... Was macht das? Was macht das? Ich rüste mal den anderen Speer aus. Weil der mehr Schaden macht. Wenn ich hochlevele. Die Flammen sind aber lame. Das ist genauso wie beim zweiten Boss. Also die sind nervig. Aber ich glaube nicht, dass die so viel ausmachen. Ha, lass mal den probieren. Einfach um zu gucken, wie viel Schaden der macht. Aegis. So, Aegis bist du also. Finde ich witzig. Aegis ist ja immer so ein... kenne ich zum Beispiel... Oh, wow! Da sieht man so einen Kopf, Katzenkopf wie bei Bastet jetzt eigentlich auch wieder. Wahrscheinlich, weil halt hier die Juwelenaugen eingebaut sind und wir zumindest für ein paar der Augen Bastet besiegt haben. Und er hat ja jetzt auch... Er castet ja diese Fliegedinger aus der Pyramide. Das ist also der Teil der Juwelenaugen aus der Pyramide sozusagen, der jetzt angreift, wenn man so will. Vielleicht kommt jetzt der aus Kolossia noch. Mal gucken. Wow, da haben wir aber gut Schaden gemacht. Ist die Frage, ob ich uns aufleveln muss. Ich glaube nicht. Ich sollte aber auch mal zwischenspeichern, einfach weil die Explosionen im Moment ganz schön ungemütlich sind. Ja gut, der hält gut was aus. Die Flammen, muss ich sagen, sind jetzt so semi-nervig. Da komme ich irgendwie schon mit klar. Aber er wechselt immer zwischen den beiden Gesichtern, dieser Vader-Helm. Ah, ich versuche die Höllenfaust nochmal. Macht auch ganz gut Schaden, aber ohne Mist. Hier aufzuladen bringt deutlich mehr. Ich meine, solange der Hund hier die Teile angreift, dass ich hier gemütlich mir einen ableveln kann mit meiner Waffe, ist ja eigentlich alles gut.
Wenn ich denn darf, ja? Also die Blitze sind halt irgendwie, die check ich nicht. Das macht ja echt nur Schaden, wenn wir da drin stehen. Also hat er damit nicht wirklich viel gewonnen. Oh, aber dieses Mal haben wir nicht wirklich Fettschaden gemacht. Schade. Ja, dann greif doch bitte noch ein bisschen mehr an. Finde ich gerade, abgesehen davon, dass ich halt nichts treffe, mal wieder irgendwie ziemlich lame. Ich meine, da hat der andere Boss ja deutlich mehr Schaden gemacht, gerade am Hund eben auch. Oh, das ist jetzt wieder ein anderes Gesicht. Wahrscheinlich castet er jetzt wieder was anderes. Ah, da standen wir drin. Oh, und der hat einen Schattenhund gecastet oder sowas. Komm, ich lad uns mal auf. Was soll der Geiz? Wir können es ja... Jetzt natürlich weniger abgezogen, weil es auf mehrere ging. Das Design ist auch irgendwie seltsam. Super, trifft natürlich wieder nichts. Oh, wow. Ah, jetzt sehe ich's. Das ist ein Schattenhund quasi, aber vom ersten Hund. Von unserem ersten Wolfsblut. Oh, und die bleiben jetzt. Nice. Nee, schön. Natürlich ist es ein Miss, weißt du? Aber ich muss sagen, das ist jetzt halt so eine halbe Schwierigkeit, also bis auf die Misses. Ich meine, die können jetzt hier natürlich ein bisschen nerven, aber dadurch, dass man hier nicht langsamer ist, wie zum Beispiel bei Secret of Mana. Oh, jetzt bin ich an die Treppe ran. Zu nah und die Treppe ist explodiert. Von wegen, du kommst hier nicht weg. Ich wollte hier gar nicht weg. Ich versuche eigentlich nur, den zu treffen seit gefühlt einer Ewigkeit. Aber ich bin zu blöd. Und jetzt kann ich ihn damit auch gar nicht erreichen, warum auch immer. Ja, im Missen bin ich gut. Oder kann ich den nur zu bestimmten Zeiten treffen, wenn Gesicht da ist oder wenn kein Gesicht da ist? Weil irgendwie jetzt läuft es so gar nicht mehr mit der Trefferei. Ich kann auch nichts gegen ihn einsetzen. Vielleicht ist es wirklich nur, wenn das Gesicht weg ist oder so. Ich muss mir das mal... Ne, jetzt ist es nämlich weg. Und jetzt kann ich ihn auch treffen. Vielleicht hat es was damit zu tun. Wobei am Anfang ging das auch mit Gesicht, glaube ich, ne? Wobei jetzt müssen wir wieder, wo das da ist. Okay. Und jetzt war es kurz weg, ne? Jetzt habe ich ihn wieder getroffen. Bumm. Also ich hatte das Gefühl, es ging am Anfang auch, während die Gesichter da sind. Ne, jetzt treffe ich nämlich aber wieder nichts. Ha. Interesting. Ich weiß nicht, ob ich mir das gerade einbilde oder ob da was dran ist. Ich habe mal abgepasst und gewartet. Ah, jetzt hat er wieder dieses dumme Gesicht, ne? Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat. Ich will mir das jetzt nochmal angucken. Auf jeden Fall habe ich ihn jetzt. Ja, jetzt kann ich nämlich auch wieder auswählen. Oder anwählen, vielmehr. Okay. Geht nochmal. Machen wir nochmal. Aber es ist ein komischer Boss. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Rein vom Design her gefällt er mir irgendwie überhaupt nicht. Ah, jetzt konnte ich nicht den Speer aufladen. Jetzt muss ich so machen. Jetzt geht's nämlich wieder nicht. Okay.
Da lernt man auch noch mal was. Das war mir am Anfang gar nicht klar. Ich habe nicht drauf geachtet und ich war der Meinung, ich habe ihn auch anders treffen können. Aber, da müssen wir eigentlich auch mal auf den Jungen aufpassen. Wieder. Langsam. Warte, und ich setze auch mal noch einen Speicherpunkt zwischen rein, weil ich nämlich nicht weiß. Oh, der Hund ist auch ziemlich angekratzt. Hund, wo bist du? Ob jetzt irgendwas passiert, wenn der explodiert, weil den halben Kampf nochmal machen wollte ich denn ehrlich gesagt nicht, wenn der so lange dauert. Also ich könnte wahrscheinlich auch echt mir das einfacher machen, indem ich dann jedes Mal auch drauf zauber, aber ich will eigentlich mal gucken, wie es mit normalen Attacken ist. Ich habe Juwelen bekommen, das heißt, wir haben ihn. Ah, Achtung vor der Explosion. Es war aber wirklich ein komischer Boss, also ich kann mir nicht helfen, aber ich fand den nicht schön irgendwie. Also der Fight hat jetzt ein bisschen gedauert, eine zuckende Pyramide. Der Fight hat jetzt ein bisschen gedauert, halt auch, weil ich nicht so viel gezaubert habe, denke ich mal. Das hätte vielleicht nochmal geholfen, das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Aber da war jetzt eigentlich keine Schwierigkeit, außer dass der halt ein gefühlt mehr HP hatte. Boah, das war heftig. Bin gespannt, was er zu der Pyramide sagt. Hä? Gute Arbeit, Tins. Du hast uns von dem Tyrannen befreit. Das war mein böses Ich. Also doch ein anderer Hector. Eine Art Roboter, vermute ich. Ja, der war nämlich doch beigefarben angezogen. Haha. Ich bin froh, dass wir helfen konnten, Hector. Erklärst du mir jetzt, warum die Pyramide so hässlich zuckt? Oh. Das Energiezentrum der Statue kann jeden Moment in die Luft gehen. Oh, ja. Nee, dann hättest du deine Erklärung lieber für dich behalten. Haha. Wir sollten es schnellstens beseitigen. Du setzt dich einfach drauf oder versenkst es im Meer? Erwin! Erwin, komm schnell, du musst uns helfen. Oh, Sternstunde von Erwin. Ich bin Erwin, der Papa. Ich wurde gerufen. Ja, mach das, was du am besten machst, Erwin. Wirf Dinge durch die Gegend. Schaffst du es, dieses Teil aus der Stadt zu bringen, bevor es Boom macht? Hast du meine Frage verstanden, Erwin? Ich bin Erwin, der Papa. Ich bin Satan. Ich bin stark, ich bin Erwin. Ja, du sollst einfach nur das Ding werfen, Erwin. Komm, mach nicht so eine Szene jetzt. Tuta, geh zur Seite. Hector denkt sich nur, mir scheißegal, Hauptsache du machst endlich irgendwas. Und wirf es, Erwin. Hat gut getan. Hast du fein gemacht, Erwin. Und es macht Kaboom. Ciao, Erwin. Danke für deine Mithilfe. Das war ein Wurf. Na, aus welchem Wurf der stammt, frage ich mich auch. Das ist eine andere Frage. Ich schätze, er wurde mit Doppelherz gefüttert. Ach komm, das ist so geil. Ach. Typen, die so stark sind, haben meistens ein Vakuum in der Birne. Ich wollte das jetzt nicht so deutlich sagen. Nun... Weißt du, wie wolltest du und ich wieder nach Hause kommen? Ihr wollt zurück nach Großostheim in dieses Kaff? Kaff? Hallo, Nintendo Deutschland? Mal gewesen? Das wird wohl nichts. Moronius, oder? Hector, es gibt Neuigkeiten aus dem Camp! Oh! Hallo Moronius, was geht ab? Ich sag dir, wer abgeht, und zwar Erwin. Die Explosion hat sich nördlich vom Camp ereignet und den Eingang eines Tunnels freigelegt. Dieser Tunnel scheint unerforschte Gebiete von Evermore zu führen. Ein Tunnel, das klingt interessant. Danke für die Neuigkeiten, Moronius. Warum sagt eigentlich keiner Tschüss, wenn er geht bei denen? Das könnte die Antwort auf deine Frage sein, Tins.
warum, dass die hier alle hohl sind wie ein Stück Brot. Das könnte der Weg nach Groß-Ostheim sein. Ach so, die Frage. Ist ein Versuch wert, let's go. Bevor du gehst, nimm das hier an dich. Nimm dieses Lieblingsrezepter. Oh Mann, ich bin schon auch völlig verblödet. Es färbt ab. Es erhöht deine Fähigkeit, dich zu verteidigen. Lebenszepter erhalten. Ja. Lass uns gehen, Wolfsblut. Ach, und jetzt machen die wieder, als wäre hier überhaupt nichts gewesen. Okay, ich will mir aber das Zepter trotzdem auch mal kurz angucken. Lebenszepter. Ach, da hinten, warte mal. Da steht's ja dann schon direkt, was es macht. Erhöht deine Fähigkeiten, dich gegen Angriffe der Gegner zu erwehren. Ja, hat er uns ja auch gesagt. So, hier haben wir eigentlich alles, glaube ich. Ja, wow. Wow, trifft's völlig. Ja, aber ich fürchte, das war's mit alle Lachema. Lass uns mal weitergehen zu dem Tunnel. Wir haben jetzt natürlich einiges an Zauber bei dem Boss gelassen auch, aber ich denke mal, das ist okay. Einen Schluck trinken müssen. Dann würde ich sagen, ab durch die Wüste, durchkämmt die Wüste. Würde mich mal interessieren, wie es euch da jetzt ging mit dem Boss. Ob es euch da ähnlich ging oder vielleicht hat euch das Design ja auch gefallen. Das ist ja immer eine subjektive Sache. Aber es war jetzt seit langem echt ein Boss, der mir gar nicht so gefallen hat. Ich muss zwar sagen, ich war jetzt mit dem Dino-Mino-Taurus irgendwie auch nicht so ganz. Der war zwar cool, der sah ganz cool aus, hat aber jetzt auch nicht wirklich sich super hervorgehoben. Den Boss in der Pyramide fand ich geil, hätte ich halt gerne öfter gesehen. Aber ich muss sagen, die vorher haben mir im Schnitt doch besser gefallen. Vulgor, Vigor, war einfach optisch geil gemacht und aufgezogen. Vor allem eben der Kampf in der Arena dann. Also es hatte schon rein von der Atmo her echt was zu bieten. Oh, nice, da kann man es mal ein bisschen aufladen. Kleiner Snack für zwischendurch. Aber ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich glaube, der Tunnel ist dann das, was ich noch kenne. Also das, was ich da quasi unter Brunnen noch im Kopf habe, wo wir dann reinsteigen. Dann ein ziemlich dunkles, ungemütliches Gebiet kommt. Und dann, wenn wir wieder rauskommen, dann haben wir quasi den Pudel hier an der Backe. Was ich ehrlich gesagt schade finde. Der ist zwar nicht schlecht, aber ich muss sagen, der Windhund gefällt mir dann doch noch besser. Also allen voran natürlich der Wolfshund, klar. Der sieht einfach geil aus, keine Frage. Der Windhund ist auch noch geil. Der Pudel hat mir halt rein optisch überhaupt nicht gefallen, aber das bin halt jetzt ich.
Was ich rein optisch auch geil finde, ist natürlich der Toasterhund, aber so weit habe ich es ja selber nie gespielt. Also ich habe irgendwo mit dem Pudel noch aufgehört damals. Von daher, ich bin mal gespannt. Wir kommen aber irgendwann noch wieder an, oder? Das hat mich nämlich das letzte Mal schon ein bisschen geschockt, wo ich mir dachte, okay, ich laufe so lange geradeaus und es passiert einfach gar nichts. Ich muss falsch sein. Und dann habe ich angefangen, irgendeine Scheiße zusammenzulaufen. Und dann hieß es auch, naja, das ist halt eine sehr lange Wüste. Von daher denke ich mal, immer der Nase nach ist jetzt eigentlich die beste Variante. Ich will auf jeden Fall mal noch zu dem Tunnel gehen. Ah, da sind wir doch richtig. Ich könnte jetzt zum Beispiel überall einfach nochmal Zutaten einsacken, einfach für alle Fälle. Wenn wir eh ins Camp gehen, macht es vielleicht auch Sinn, nochmal Zutaten aus dem Camp zu holen. Weil ich glaube, die hatten eben Wurzeln, was jetzt David hier nicht hat. Nee. Da haben wir eigentlich noch von allem genug. Ja, okay. Jetzt habe ich wieder irgendwo wild draufgeklickt und hab Dinge. Cool. Cool. Spiel, du bist cool. Das ist schon ein bisschen nervig gerade. Also die ganze Zeit war es echt gut. Aber wir machen es fix nochmal. War eigentlich genug. Ja, komm. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Ja, da ist wieder Trollparty bei euch. Wir haben ja genug Zutaten da. Ich glaube, die hochzuleveln ist schon eine ziemlich geile Sache immer noch. Ja, danke, Hund. Aber es ist schon ein bisschen schade. Ich muss sagen, im ersten Bereich vom Spiel hat man es ja eigentlich mehr so ein bisschen mit Zora gehabt, wo man sich auch dachte, das ist eigentlich ein geiler Charakter. Schon ein bisschen schade, dass die jetzt nicht mehr da ist. Aber jetzt hier, Hector, Erwin und so, es waren schon coole Charaktere. Da ist schon ein bisschen schade, dass die jetzt natürlich dann weg sind, wenn wir in die nächste Epoche wandern. Und hier war halt nichts mehr, nicht, dass ich wüsste. Zu holen. Wir haben es jetzt mehrmals abgeklappert. Also, wenn da doch irgendwas ist, dann tut es mir sorry, aber ich denke einfach mal, dass das so passt, wie es jetzt ist. Er hier hat da auch noch Zutaten, ne? Können wir ja auch hier noch ein paar mitnehmen. Oh, jetzt haben wir die Supersoak-Formel. Ich habe gerade nicht gedacht, dass der noch was Neues sagt. Aber der hat sich jetzt auch für die Vernichtung dieses Herrschers bedankt. Ja, wir speichern auch mal. Warum nicht? Hä? Lässt du dich auch mal wieder blicken? Ich war doch gerade da. Jetzt haben wir, warte mal, Energiesoak. Hat er uns jetzt noch eine andere gegeben? Nö, ich sehe keine. Doch, hier. Supersog. Energiesog, Supersog. Verbraucht halt statt ein Wasser, verbraucht es zwei und statt zwei Wurzeln verbraucht es zwei von dem anderen hier. Ich glaube, das war Ethanol oder so. Das hier war Ethanol. Okay, nehmen wir nochmal mit. Vielleicht sollte ich auf jeden Fall auch noch gut Wurzeln einpacken. Okay. Jetzt lass mal gucken. Supersoak. 32 haben wir davon. Ja, immer nur noch 9 Energieschild, weil uns irgendwas fehlt dabei.
Ja, aber Wasser und dasselbe, das auch bei Flucht zum Einsatz kommt, wenn ich jetzt noch wüsste. Essig. Okay, genau, das Gelbe war Essig. Was wir brauchen beim Energieschild und was gerade ein bisschen knapp bei Kasse ist, ja, das ist nämlich der Lehm. Ja, jetzt wüsste, ob es im Camp noch Lehm gibt, aber ich muss einfach gucken, wir müssen ja eh dahin. Aber das werde ich mir jetzt einfach nochmal angucken. Ich glaube zwar, ich kann mich nicht erinnern an Lehm. Sag mal, Igor. Ich steche dir gleich in deinen dreckigen Bauchnabel. Also ich weiß nicht, ob er dreckig ist, aber ich glaube, es will mich ehrlich gesagt auch nicht so interessieren. So, was hatte er gesagt nördlich vom Camp eigentlich? Aue! Nördlich vom Camp. Ach, war das vielleicht doch da? Wir hatten doch irgend so einen Bereich, wo... Ich lasse mich hier mal reinfallen. Der Fluss ist weg. Der Fluss ist weg. Und das Spiel denkt sich jetzt wieder, na, es ist schon irgendwie, irgendwie ist der Wurm drin gerade damit. Aber ich habe gesehen, dass dieser Fluss weg war. Und dieser eine Eingang, wo ich eigentlich noch gesagt habe, oh, der ist irgendwie unter Wasser oder so. Da könnten wir jetzt dran. Vielleicht geht's dann da weiter, aber ich habe irgendwas mit dem Brunnen im Kopf. Ich weiß auch nicht, warum. Ach, und jetzt ist hier gar keiner mehr. Oh. Oh. Okay. Sie ist noch hier. Nee, ich will eigentlich immer noch nicht, aber ich könnte noch mal speichern. Schade, ich habe eigentlich gedacht, selbst wenn Moronius sich gemeldet hat, dass der jetzt vielleicht zurückgeht ins Camp quasi. Und man den dann wieder hier trifft. Aber gut. Ja, hier kam man nicht rum. Schade. Ich habe eigentlich gehofft, dass mir vielleicht irgendjemand noch Lehm verkaufen kann. Aber gut, ist jetzt auch nicht so mörderwichtig. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Ich werde jetzt zumindest nicht noch ein Part aufnehmen, damit ich weiß, wenn jetzt irgendwas noch wäre, das ich verpasst hätte oder irgendwas, das ich unbedingt holen soll, bevor es hier weitergeht ins nächste Gebiet. Denn ich denke, dass sich dann auch wieder die Epochen ändern. Dann kann ich das zumindest noch mitmachen. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin echt gespannt. Brunnen oder nicht Brunnen? Das ist hier die Frage.